Hallo, liebe Leute, hier ist wieder eure Nadja. So, wie ich euch halt versprochen habe, wollte ich euch halt mitnehmen bei meinem Bild. Wo habe ich denn jetzt das Bild? Ja. Ah, das pende ich ja gerade zur Zeit und ja, da wollte ich euch ein bisschen mitnehmen. Vorab erstmal eine Frage an die anderen YouTuber. Ihr habt ja immer so schöne Intros und wollte ich mal fragen, ob ihr mir vielleicht helfen könntet, wie man das Intro machen kann. Also gibt es auch eine App oder habt ihr irgendwie da Programm, wie man das erstellen kann und wie man die Musik vielleicht einfügen kann, ohne dass YouTube vielleicht dann meckert, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Also bei meinem letzten Video-Unboxing, da habe ich das am Ende beim Speedpainting ein Stückchen von dem Lied da eingefügt und da hat Jutta ein bisschen gemeckert. Also ich darf es weiter, zwar muss ich das Video nicht löschen, hat es gesagt, aber es kann halt nicht in allen Ländern irgendwie, also nur in bestimmten Ländern kann das irgendwie nicht gezeigt werden, warum auch immer. Ja, das wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, also Dying Pictures oder Pings Kreativfeld oder Micha Sender, ihr habt da auch sehr schöne Intros oder ja, nee, ja, nochmal. Janine X hat auch ein schönes Intro. Ja, das wäre cool. Da würde ich das halt auch mal zu meinen Videos nutzen. Das sieht halt schöner aus. Und ja, also ich blende dann hier gleich meine E-Mail ein. Da könnt ihr mir gerne schreiben, wer möchte. Ja, zu viel erstmal dazu. Das danke ich euch schon mal, wenn es klappt. Und ja, dann mache ich erstmal hier auf. Ja, ich muss immer. Moment, sieht man das? Da. Immer mit meinem Bastelmesser hier rum, weil ich das ja selber immer einschneide. Ja. Moment. Weil, wie ihr seht, wie ich gesagt habe, ich mache immer eine Linie, wie ich es schaffe. Und mache halt immer nur so ein Stückchen auf. Moment. Das geht jetzt gerade nicht ganz gerade. Ja, bis dahin peinlich. Ich manchmal schneide ich auch vorher schon ab. Das Spiel ist okay, ich schaffe das wirklich. Aber jetzt mache ich halt nochmal so. Und hier oben bin ich gerade. Ja, hier habe ich zwei Linien. Immer hier oben. Warte mal. Ach nee, hier war es eine normale Linie. Also wie es schon eingeschnitten war, wo ich es bestellt habe und ankam. Und ich habe dann noch ein kleines Stückchen drüber noch eine Linie gemacht, also eingeschnitten, weil ich wollte direkt halt die Mitte haben. Das Bild ist halt 60 breit und ich wollte halt mindestens von hier, also hier oben bis unten 30 cm haben, dass es wirklich die Mitte ist. So kann ich das dann sehen, okay, das ist wirklich die Mitte und ja, dass ich wirklich die Hälfte geschafft habe. Also, und ich habe ja beim letzten Video schon gezeigt, ich habe das dann jeweils, Hälfte ist klar, oben und unten halt jeweils sechs Abschnitte abgetrennt, ne? Also eingeschnitten, damit ich halt immer nur sechs Teile habe, wo ich halt gerade arbeite und dann geht es halt zum nächsten Teil. Und ja, das sind jetzt noch zwei Teile. Also, Moment. Sieht man das? Also, wo ist mein Finger? Da. Ja, hier ist ein Abteil. Und dann ist noch ein zweites Abteil. Und dann, wenn ich das geschafft habe, steckt mal eine Woche oder so. Eventuell. Also, ich denke mal, bis Ende nächste Woche bin ich dann vielleicht auch schon eher, je nachdem, wie ich Zeit habe zum Painten. Ab morgen. Morgens, warte, morgens, das ist morgen. Heute. Ich weiß gar nicht, was haben wir von Tag heute? Moment. Heute ist Sonntag. Mittwoch, der 20. 19. 18. Ach, der 17. ist heute. Genau. Ja. Heute ist Sonntag bei mir. Also der 17. Genau. Ich gerade überlegen. Mensch. Ja. Ab morgen habe ich dann Spätdienst. Und ja, mal sehen, wie ich das schaffe. Also da habe ich meistens mehr Zeit als im Frühdienst, ist klar. Gut, manchmal paint ich auch vor dem Frühdienst, wenn ich schon gut ausgeschlafen bin, auch wenn es bloß eine Viertelstunde ist.
Dann wird man wahrscheinlich verrückt bleiben, aber jeden das seine, ne? So, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ich hoffe, man sieht alles gut hier, oder? Ach so, mein Koffer habe ich ja schon mal letztes Mal gezeigt. Hier hätte ich zwar alles mit handschriftlich draufzeichnen können. Draufzeichnen, naja, draufschreiben, wisst ihr, wie ich es meine. Aber ich finde erstens auch schöner aus, wenn man es halt ausdruckt. Habe ich halt von der Legende abgedruckt. Außer wie das T zum Beispiel oder die 1, das war zu sehr verschwommen oder zu dunkel ausgedruckt, da hat man es gar nicht mehr erkannt. Ja, deswegen habe ich das bloß draufgeschrieben, bloß den Rest habe ich halt ausgedruckt und draufgeklebt. Und außer die AB-Steine halt extra, die habe ich halt klar nochmal so draufgeschrieben. Na, no. So, dann schaue ich mal mit. Na. Bleibst du hier, du Handy? Danke. So, sieht man alles, ne? Gut. Also. Jo, was kann man so erzählen, ne? Bei Bänden. ja, also auch so. Ich wollte mich halt auch noch vorstellen. Ich habe zwar schon ein paar Videos hochgeladen, aber damit ihr vielleicht mal wisst, wer ich bin und weil ich interessiert sei, jemanden, der meine Videos sieht. Also, ich bin die Nadja. Ich komme aus Leipzig und bin 29 Jahre alt. Und ja, lebe halt alleine mit meinen Kindern. Meinen Kindern. Quatsch. Ja, meine Katzen sind meine Kinder, ja. Also, ich habe zwei Kater. Der eine heißt Gizmo, der andere Diego. Gizmo ist 10 Jahre und Diego ist 3. Und meine heilige Birma, mein Weibchen, das ist 6 Jahre alt. Genau. Ja, beruflich mache ich halt Altenpflege im betreuten Wohnen. Das kann man sich halt so vorstellen. Wir sind halt in einem Mietshaus mit drin, haben halt einen Vertrag mit der LBB und. Ja, die haben, Patienten haben halt alle ihre eigene Wohnung und halt Vertrag bei uns, ist klar. Und man läuft halt zu den Patienten. Ne? Also, ja, weil Führerschein habe ich nicht. Ich traue es mir ehrlich gesagt nicht zu, Führerschein zu fahren. Da bin ich wirklich zu ängstlich. Das hat wahrscheinlich auch meine Mutti, die hat auch keinen Führerschein. Aber klar, es ist manchmal, dass man flexibler ist, aber. Nee, das ist mir einfach nicht. Und es ist auch kein Muss. Man hat ja Straßenbahn und Bus und außerdem bin ich manchmal zu müde. Da gehe ich, setze mich lieber an die Bahn und mache vielleicht auch noch mal kurz zu. Also einschlafen tue ich selten. Zum Glück. Auch was, meist passiert mir es dann, dass ich eine Haltestelle verpasse, wenn ich lese. Wenn ich dann so in. Na, ich komme mit der Kamera, das ist. Entschuldigung. Das ist mir gar nicht gewohnt, wenn eine Kamera hat. Ja, ich muss das auch hier höher machen, warte mal. Ich muss das mal so machen. Jetzt komme ich immer mit dem Stift in die Kamera, das ist nicht so gut. Aber ich kann es ein bisschen ranzoomen. Ja, so ist gut. Ja, so sieht das gut aus. Mal sehen, ob es jetzt besser klappt. Ich denke ja. Ja, ein bisschen mehr Freiheit hier. Ja, was kann ich noch so erzählen? Ja, wie geht's euch? Wie ihr seht, ich painte halt, also jeder paint jetzt ja anders. Jeder macht wahrscheinlich Steinchen an Steinchen, je nachdem, was gerade für eine Farbe bekommt, könnt ihr mir vorstellen. Ich mache so, ich mache halt immer ein Stückchen auf und dann suche ich mir halt die Buchstaben raus, die ich oder den Buchstaben raus, den ich gerade machen will und den penne ich erstmal zu Ende. Deswegen ist das halt so mal so. Das finde ich halt einfacher, weil wenn ich das U, dann das nächste, also es wäre mir zu nervig. Klar, so kann ich manchmal auch eine Buchstabe übersehen. Ne? Aber ja, also jeder paintet ja anders, ist ja auch jeden sein Ding, wie er paintet. Manche machen sogar mit der Pinzette, habe ich gehört. Das ist ja, das kriege ich wollte gar nicht hinkriegen. Werde ich irgendwann eine Krampf in der Hand kriegen. Ne? Aber
Es gibt halt Profis, so die es damit besser paten, ist auch okay. Und manche machen mit Aufsatz, manche ohne. Ich habe jetzt nur den Dreier hier dran. Ja, also größere Aufsätze möchte ich auch nicht nehmen, weil da kenne ich mich, da bin ich wirklich sehr schief und das muss ja nicht sein. Da ist man mehr mit rumschieben als Steinchen legen oder ist man manchmal schneller, wenn man die alle einzeln legt. Ja. Außer bei größeren Flächen wie das Isstfleisch, was hier gerade ist, ist mein Finger da. Ja, da wird oder werden mehrfach Aufsätze nehmen, also aber nur den Dreier. Das ist halt mein Liebling. Also Vierer könnte ich wahrscheinlich auch noch nehmen, aber mehr als vier Aufsatz würde ich jetzt, also an meiner Stelle jetzt nicht nehmen, weil ich dann wirklich zu schief würde. Selbst das Rad, ich habe bei Tini Schnickschnack, die hat mal so ein Rad ausprobiert, wo man halt so einen Stift hat, klar, und halt so ein Rädchen, wo man da so Klebemast drum macht und dann rüberrollt. Also, oh ne, ob ich das gesehen habe, nee. Das wäre mir echt zu kompliziert. Aber sagt, es kann jeder selber mal ausprobieren, was er besser findet und das ist ja okay. No? So, das Q haben wir jetzt schon. Ja, und ja, was kann ich noch erzählen? Ja, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr halt paintet, ne? Das würde mich interessieren. Oder was ihr gerade paintet. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, also momentan paint ich auch nur Bilder, die ich auch aufhänge. Also wie das große Bild, das werde ich schon aufhängen. Da habe ich auch schon meinen Bilderrahmen an der Wand. Das sieht zwar jetzt lustig aus, dass ich ein paar Bilderrahmen an der Wand habe, wo noch nichts drin ist. Aber ich dachte mal, es war Acrylglas, was ich bei Amazon bestellt habe. Aber wie letztens hatte ich auch leider die Erfahrung gemacht, dass ich neben der Schrankwand. Also, ich habe jetzt so Zeilenständer und halt zwischen dem Schrank und dem Zeilenständer hatte ich halt den Bilderrahmen. Der hat sich da mal zwischengelagert. Also, der hat sich übelst lange, ne? Das ist nicht so, dass ich jetzt gerade Geld ausgebe und dann ist er kaputt. Ja, warum kaputt? Ein Kater, der gerne mal auf die Schrankwand springt. Gucken jetzt gerade mal nicht an. Ja, ist auf die Schrankwand und hat, ich habe so eine Glasflasche auf dem Schrankwand gehabt. Also, hier, wo mal Met drin war, die hatte ich eigentlich mal aufgehoben, aber die werde ich auch irgendwann wegschmeißen. Die ist ganz geblieben, komischerweise, ne? Aber die hat er halt runtergeschmissen, ist auf den Bilderrahmen gefallen und naja, wie es ja bei Glas ist, splittert. Da habe ich zwar geärgert, aber naja, lange kann ich dem Kater nicht böse sein. Der guckt mir immer so an, wie kennt er ja den Kater ja von Schreck. Ja, der gestiefelte Kater. So guckt er ihn wirklich an, als wie, ich mach doch gar nichts. Ich sage, ja. Ja, wirklich, der guckt mich manchmal dann so an, so, ich kann nicht lange böse sein. Ach, naja, egal. Hier ist mein Wertgegenstand. Sterb schon nicht dran, also klar ärgert es mich, aber naja, was soll's. Was nützt mir, wenn ich lange böse bin? Das bringt mir gar nichts. Das macht den Bilderrahmen unnötig wieder ganz. Ne? Ja. Was gibt es noch zu erzählen? No. Ach so, ich habe ja noch was von Micha Sender. Also wenn du noch Steinchen brauchst, ich habe das vor uns noch abgefüllt. Ich hatte das vor uns in einer normalen Plastikdosen, die brauche ich aber selber noch. Also einmal in rund und einmal in eckig. Kann ich dir nochmal zeigen. Moment, das sieht das Bild groß aus. Oder na. So, also, so groß ist es ungefähr. Ja, das ist gar nicht, wie viele Liter da drin sind. Ja, also immer ein rund und einmal, also immer eckig und einmal rund. Rund ist etwas weniger als eckig, weil ich halt mehr eckig painte als rund. Ja gut, das habe ich jetzt auch mehr runde Bilder noch dabei, aber ja. Also, wenn du die Steinchen möchtest. Ich blende dann hier auch nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Ja. Na, so viel dazu. Ja. Es gibt ja auch verschiedene Versiegelungsmöglichkeiten. Ich habe sonst immer das genommen. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil da auch schon so ein Pinsel, so ein
Schaumstoff Dings dran ist halt, ne? Ich finde es nicht schlecht, aber das ist besser, wenn man es bei Kleinwildern macht. Da reicht die Flasche auch. Weil bei meinem letzten Bild, was ich gemacht habe, meinem Kirschblütenbaum, kann ich euch mal zeigen. Moment. Ich zeige jetzt nochmal ein Bild, weil ich habe es gerade an der Wand. Oder? Ich kann es. Ja, gut, ich kann es euch eigentlich mal auch immer so zeigen, wie es an der Wand drauf sieht. Warte. Warte. So. So sieht's aus. Genau. Da habe ich 5 Wochen dran gesessen. Ja, und da ist halt ja mein Gizmo. Ja, das große halt. Wo dann das Bild, was ich jetzt painte, dran soll. Und genau. Und ich habe halt, na gut, das zeige ich schon nachher dann. Ich habe halt noch so, na gut, ich kann mal das Bild, was erzähle ich denn? Das Büchlein zeigen, das zeige ich dann am Ende nochmal. Und was ich da. Datei schreibe separat. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich zeige es euch wahrscheinlich im separaten Video, weil das Video wird sonst wahrscheinlich dann wieder zu lang. Weil YouTube mag mich irgendwie nicht oder mein WLAN mag mich nicht. Wenn die Videos länger als eine Viertelstunde sind manchmal, dann dauert das Stunden. Also mein letztes Unboxing, das, was ich schon mal hochgeladen habe, weil da weil ich was rausschneiden musste, da war irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das hat wirklich ungelogen. Gestern, ich gestern versucht, mal hochzuladen, da hat es auch mal nicht abgebrochen, aber das hat noch 3% gefehlt und auf immer fängt es wieder von 9 an, was auch immer 7%. Ja, da habe ich es halt dann über Nacht nochmal hochgeladen zwischen 10 und 11 und bin dann früh um 8 wach geworden, ist auf, ist hochgeladen vor 4 Stunden, also hat es so, sag mal, 5, 6 Stunden gedauert, bis das mal hochgeladen war, übers Telefon. Also ich weiß nicht, wie ihr es da, YouTuber, wie ihr eure Videos hochladet, ob das auch so lange dauert oder ob das wirklich an meinem WLAN liegt. Keine Ahnung. Ah, ist halt manchmal nervig, aber ich denke mal, es liegt ja an mein WLAN, weil das zweite Unboxing von FG Normal, das Bildeteil, ja, hätte ich vorgewusst, dass meine Eltern, die wohnen wirklich bei mir um die Ecke, ja. Das ist WLAN ist wirklich besser. Kaum bin ich dort. Keine halbe Stunde, alles hochgeladen. So, warum geht das bei mir zu Hause nicht? Ach, das ist nervig. Also ich denke mal, ich muss vielleicht mal Vodafone anrufen, was da los ist. Also ich habe öfters mal Probleme auf mir, dass das Internet mal kurz weg ist. Also ich musste so gestern nochmal an, nochmal ausmachen. Steht es einmal bei guter Qualität oder normale Qualität, aber ich weiß nicht, was da los ist. Ob das an der Gegend hier liegt, also immer an der Straße, ich weiß es nicht. Oder ob jemand vielleicht ein stärkeres WLAN hat als meins, keine Ahnung. Naja, muss ich mal sehen. Ja. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? Ach so, ja. Also ich habe sonst immer das, habe ich jetzt gerade vergessen zu erzählen, sonst immer das genutzt, aber bei kleinen Bildern geht das, da reicht das. Aber bei dem Kirschblütenbild, was ich an der Wand habe, habe ich circa anderthalb oder eine Flasche und eine viertelste Flasche gebraucht. Also man merkt, na gut, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel genommen, es hätte vielleicht gerade so gereicht, eine Flasche, aber ich hatte erst gar nicht rausgekriegt, dann habe ich dann gedrückt, ah, okay, es kommt raus. Und dann habe ich halt meine Schaumstoffrolle. Kann ich auch mal zeigen. Habe ich halt die Schaumstoffrolle, ja, bin ich nochmal drüber gegangen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe zu viel drauf und da konnte ich halt alles noch ein bisschen verteilen. Und da habe ich jetzt das für mich entdeckt. Das habe ich auch schon benutzt für, na, welches Bild hatte ich das genutzt? Ach ja, für, na, für meine Afrikanerin. Das habe ich glaube hier mal am Bild. Warte mal. Ja, das müsste jetzt groß sein. Ach, kann ich auch mal zeigen. Warte mal. Ehe ich das Bild ja klein raussuche. Das war 30x40, Moment. So, kann ich euch auch mal zeigen. Kann ich euch auch mal zeigen. Ja, ich hoffe, es steht nicht auf dem Kopf. Sonst muss ich noch mal zeigen. Ja, das ist halt das Bild, das blendet gerade ein bisschen, aber. Ja. Ne? Also,
Das hat meine Mutti geschenkt, also was noch nicht geschenkt. Ey, Kater, lass meine Gardine in Ruhe. Spielt denn mit der Gardine? Ey, reißt du fast der Gardine von Dings. Okay, ich weiß, warum er mit der Gardine spielt. Der hat gerade in mein Kuscheltier gemaust. Ist schön. Ja. Guck dich an und sieh, ich mach doch gar nicht. Naja. Wie er jetzt ist, ne? Achso, warte mal. Ich wollte schon mal wieder ranzoomen hier. Ja. Ne, also dafür habe ich das Ladesmittel schon benutzt. Also das hier. Braucht wirklich nicht viel. Und ja. Also manche machen den Pinsel, das wäre mal auch zu mühsam. Und habe halt einfach den, die Schaumrolle an den Rand halt mit. Muss mal wieder wegzoomen. So, also wenn das jetzt die Schaumrolle ist, Latexbindemittel, Mensch, ich rede ein Kauderwelsch hier. Ja, ich habe einfach nur leicht reingehalten und dann halt am Rand ein bisschen abgerollt und dann einfach aufs Bild, bis das Bild halt fertig ist. Ich fand zwar, dass es dann ein bisschen mehr klebt, aber wie gesagt, es braucht halt ein bisschen länger zum Trocknen, als am nächsten Tag sollte man das trocknen lassen. Das habe ich auch gemacht und ja, das Schlimme, die Klebefläche geht dann weg. Also, die Klebefläche geht weg, aber die Oberfläche hat er jetzt ein bisschen leicht geklebt, habe ich gemerkt. Aber da war noch kein Tag vergangen. Aber so, das Bild glänzt. Ne? Man kann alles noch erkennen. Das wird ja dann durchsichtig, das Ladungsmittel. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es auch besser. Weil für den Eimer, das ist 750 Milliliter, habe ich so 8, 9 Euro bezahlt ungefähr. Und für das. Also bei Picmonda hat das, glaube ich, 12, 13 Euro gekostet. So 12, ich weiß es gerade nicht. Bei Amazon bezahlt man noch mehr. Da zahlt man 15 oder 16 Euro für die Flasche. Das ist echt teuer. Ja. Also ich habe das jetzt von hier Schnickschnacker gehabt. Deswegen dachte ich, ja, benutze ich, finde ich cool. Aber selber man hat schon halt noch kleine Bilder gehabt. Deswegen war ich auch erst mit dem zufrieden. Also bin ich immer noch mit dem zufrieden, keine Frage. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt, ne, da mal schon gucken, je nachdem, wenn man oft was versiegeln muss oder ob man große oder kleine Bilder hat. Ne? Da muss man schon gucken, was man sich da holt und dass man halt nicht unbedingt zu tief in die Tasche greift. Ja, also wisst wahrscheinlich, wie ich es meine. Ne? Das hat jetzt von der. Ach ja, Uhr hatte ich jetzt. Ja. Gut, erstmal soweit. Ich will nicht, dass das Video wieder zu lang wird. Ja, ich mache es gleich noch Speedpainting mit Zeitraffer und ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich in dem Video so erwähnt habe und ja, mich freuen. Na, bis zum nächsten Mal, eure Nadja. Tschüss! It's a winter, it been snowing like the season. It's the winter, baby, please give me no reason. It's the winter, my body getting freezing. It's the winter, yeah. It's the winter, it been snowing like the season. It's the winter, baby, please give me no reason. It's the winter, my body getting freezing. It's the winter. Ich bin doch mal da. Also, ja, das Stück habe ich jetzt geschafft mit Zeitraffer und ja, ich habe euch im letzten Video ja meine mit Fischflosse gezeigt. Warte mal, ich zeige mal die anderen. Ja, hat ja die vier, genau. Und da habe ich ja gesagt, ich wusste nicht, weil man ja die Flosse abmachen kann. Aber das ist mein Kabelbild. Warte mal, ich muss mal kurz doch wieder abmachen, aber mein Akku ist fast leer. Ja, mit Fischflosse, das kann man ja abmachen, ne? Und da wusste ich halt nicht, ob man da einen Aufsetzer dran machen kann und ich habe es doch hingekriegt, wie ihr seht. Es ging ein bisschen straff, ich musste es mehr reinschrauben, statt reindrücken und ja, also wie ihr seht, es geht, ne?
Sieht zwar dann ein bisschen komisch aus ohne Flosse, aber ja, wenn ich painte, dann nehme ich eine Weile erstmal nur einen Stift und ist halt doof, wenn ich halt bloß einen Einer habe, wenn ich einen Dreier brauche, muss ich einen anderen Stift nehmen. Ja, genau. Ich habe lieber beides an dem Stift dran. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Und ja. Ach, und im letzten Video habe ich vergessen, den Stift zu zeigen. Also das ist der einzige, den ich von Pinky habe. Habe ich jetzt halt zwei verschiedene dran. Also immer Dreier und immer Schieber. Ja, die finde ich auch sehr schön. Also das ist einer, der die Farbe wechselt. Ja, ne? Also Pinky macht schöne Stifte. Können wir gerne welche dort kaufen. Die macht also aus Rohling Stifte. Also die Stifte, die halt immer beim Bild dabei sind. Die pinken oder manchmal die durchsichtigen, ja, sind die eher mit Glitzer. Ja, und ist auch für guten Zweck, macht sie die Stifte. Also so ein Stift kostet, glaube ich, so 7, 8 Euro. Ich glaube 8. Bin mir gerade nicht sicher. Und bei jeder Bestellung tut sie halt 1 Euro an die Kinderkrebsstation spenden. Und das finde ich halt gut. Ja. Ja. Also so wie dazu. Und bis zum nächsten Mal. Eure Nadja. Tschüss.